Guten Abend. Auch ich melde mich heute wieder zu Wort, da uns ja bestimmte Stellen und Personen einfach keine andere Wahl lassen, als uns immer und immer wieder zu äußern. Die Schikanen, die es hier gegen uns gibt, die Falschaussagen, die üble Nachrede und was weiß ich alles noch. Dazu müssen wir uns ja immer und immer wieder antworten, obwohl Klaus und ich uns mit Sicherheit was Besseres für den Abend vorstellen könnten, als uns schon wieder mit diesem Unsinn hier zu beschäftigen. Denn allmählich kann man dazu nichts anderes sagen, als dass es Unsinn ist, weil die Beweise gegen Frau Köhler sind da. Ich werde trotzdem angezeigt und aus irgendwelchen Gründen bin ich ja auch für alles verantwortlich, was der Klaus vor der Kamera sagt. Selbst wenn ich nicht anwesend bin ich irgendwie für alles verantwortlich. Was bestimmte Leute aber anscheinend noch nicht verstanden haben, ist ganz einfach, dass der Klaus ein Mensch, ein eigener, eigenständiger Mensch ist. Der Mann ist 69 Jahre alt. Und was er vor der Kamera sagt, ist ganz allein seine Sache. Und was ich hier vor der Kamera sage, ist ganz allein meine Sache. Es kann nicht sein, dass ich für all das verantwortlich gemacht werde, was Klaus hier tut. Es kann nicht sein, dass Klaus in verschiedenen Videos Namen, Adressen und sogar auf seiner Homepage die Handynummer veröffentlicht. Und ich eine Anzeige kriege, weil ich zweimal vor ihrem Haus stand, ein Video gedreht habe und Frau K. gesagt habe. Dass das eine Schikane ist, ganz ehrlich, das muss ich ja nicht nochmal extra erwähnen. Das ist einfach alles nur noch lächerlich, was hier passiert. Solche Sachen gibt es normalerweise eigentlich nur im Fernsehen bei Verklagt mich doch. Dass man als Opfer schikaniert wird, dass man die Beweise, die man gegen alle gesammelt hat, an verschiedenen Orten deponieren muss. Weil man weiß ja nicht, ob man hier irgendwann zu Unrecht verhaftet wird. Man weiß es ja nicht, bei insgesamt 12 Anzeigen kann das ja passieren, dass man irgendwann einfach mitgenommen wird. Oder vielleicht verschwindet man auch über Nacht, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt. Das weiß man ja nicht. Aber das sind, wie gesagt, Geschichten, die gibt es nur für Verklagt mich doch oder im Tatort oder so. Aber hier in Dortmund scheint es irgendwie keine Gesetze mehr zu geben. Oder die Gesetze gelten nicht mehr für Frau Köhler, ich weiß es nicht. In jedem Fall hat man Frau Köhler, ich weiß nicht, gefühlte 100 Mal ein Friedensangebot gemacht. Ich für meinen Teil wollte die ganze Zeit nur, dass die Falschaussagen aufhören und das Stalking. Und da die Polizei nicht tätig geworden ist und keine Ermittlungen eingeleitet hat und wir auch keine Anzeige machen durften und unsere Beweise ja auch nicht vorlegen durften, obwohl wir es mehrfach versucht haben, was blieb uns anderes übrig, als unsere Unschuld selbst zu beweisen? Und wir waren der festen Überzeugung, dass jetzt endlich Schluss ist. Nein, jetzt fängt die Polizei an, uns zu schikanieren. Und ich frage mich auch, was das soll, dass die Homepage von Klaus gelöscht wurde. Das ändert doch nichts an den Beweisen, die schon ganz Deutschland gesehen hat. Außerdem gibt es viele andere Anbieter, bei denen man eine neue Homepage anlegen kann. Und das wird der Klaus heute Abend auch tun. Und ja, ich werde ihn dabei unterstützen, weil man uns ja hier keine andere Wahl lässt. Ich hatte ja heute Morgen für einen Moment den Gedanken, na, vielleicht hat die Frau Pilz die Beweise gegen Frau Köhler doch noch nicht gesehen und habe sie angerufen. Tja, die Frau Pilz sagte mir ganz deutlich, dass sie mein Video gesehen hat von gestern und dass sie nicht mehr mit mir sprechen möchte. Was wir ja hier in letzter Zeit öfter hören, wenn wir unsere Beweise vorlegen wollen. Also in jedem Fall, für mich gibt es hier keinen friedlichen Ausgang mehr. Wir werden kämpfen und zwar so lange, bis Anja Köhler endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn die Polizei meint, sich mit an ihrem Fall beteiligen zu müssen, dann ist das allein deren Entscheidung. Wir werden jedenfalls keine Ruhe geben, bevor alle Straftaten von Anja Köhler aufgedeckt sind. Egal, was für Schikanen noch kommen. Und sollte uns irgendwas passieren, sollten wir verhaftet werden zu Unrecht, dann gehen die Beweise an die Öffentlichkeit und das nicht nur in Dortmund und Umgebung. Das wird in ganz Deutschland landen. Und dann kann die Polizei sich in ganz Deutschland verantworten für diese Schikanen, die hier gegen Stalking-Opfer gemacht werden.